Liebe Freunde, hier ist euer Herr Steinwallen mit einem weiteren Video in meiner kleinen Videoreihe Europa 1444, inspiriert durch das Startjahr des grandiosen Geschichtssimulationsspiels Europa Universalis. In diesem Video soll es um Lübeck gehen. Lübeck im 15. Jahrhundert, in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Wie können wir uns die Stadt vorstellen? Wer heute nach Lübeck kommt, der kommt in eine bezaubernde, aber doch irgendwie liebevoll beschauliche Stadt. Auf keinen Fall provinziell, aber durchaus beschaulich, so würde ich sie bezeichnen. Eine Stadt, die garantiert nicht der Nabel der Welt ist. Und ich glaube, auch die Lübecker sind ganz froh, dass es nicht so ist. In der Mitte des 15. Jahrhunderts war es ganz anders. Lübeck war, man muss es wohl so sagen, die wichtigste Stadt in Nordeuropa. Dreh- und Angelpunkt des Handels zwischen Ostsee und Nordsee. Auch der Handel vom Süden in den Norden kreuzte die Stadt. Eine Stadt, die unglaublich reich war, unglaublich reiche Kaufleute hatte, das Haupt der Hanse, die Königin der Hanse, so wurde sie bezeichnet. Eine Stadt, die sich zusammen mit den anderen Städten anlegte, mit den Großmächten jener Zeit, mit Dänemark und England zum Beispiel, Kriege geführt hat und diese auch noch gewonnen hat. Eine Stadt, in die Kaiser kamen, zu Besuch kamen, 1375 zum Beispiel Karl IV., der dort mit großem Pomp empfangen wurde. Und dann die Lübecker Bürger dort oder die Mitglieder des Rates als Herren angeredet hat, etwas, was sie bescheiden zurückwiesen, wobei ich glaube, sie fühlten sich ganz wohl mit dieser Bezeichnung. Aber Karl IV. Sagte, er hätte das ganz bewusst gesagt, denn Lübeck wäre für ihn auf einer Ebene mit den Städten Venedig, Rom, Pisa und Florenz. Also in dieser Liga spielte Lübeck mit, die zweitgrößte Stadt Deutschlands, damals nach Köln. Und wenn wir jetzt nochmal 300 Jahre weiter in die Vergangenheit gehen, in die Mitte des 12. Jahrhunderts, dann würden wir an der gleichen Stelle, wo diese große, prosperierende Stadt sich befindet, so gut wie nichts finden. Ein Hügel, beschaulich bestanden mit Buchen, zwischen Wakenitz und Trave, eine Holzburg mit Erdwällen, ein paar Hütten, mehr nicht. Und die 300 Jahre für so einen Wahnsinnsaufstieg, so eine Entwicklung, das lädt doch geradezu ein, sich anzuschauen, wie ist es dazu gekommen. Und darum soll es in diesem Video gehen. Also lasst uns mal in das 12. Jahrhundert ein bisschen tiefer einsteigen. Dort, wo wir uns jetzt befinden, ist Slawenland. Land, das von den Germanen vor Jahrhunderten verlassen wurde, wo jetzt also die Slawen seit Jahrhunderten siedelten, die Obotriten, Mecklenburgischen, in der westlichen Seite die Wagrier, bisschen im Süden die Polaben, alles so im Grenzgebiet, heiß umstritten, hoch umkämpft, auch die Slawen untereinander hatten sich ordentlich in die Wolle. Und dazu kam natürlich die Bemühung der Deutschen zu missionieren, zu christianisieren. Seit Jahrhunderten versuchten sie es, seit Karl dem Großen, eigentlich seit den Ottonenkönigen, östlich der Elbe, nördlich der Elbe dort voranzukommen, was eigentlich seit 200 Jahren nicht mehr großartig gelungen war. Im 12. Jahrhundert nahm das Ganze aber an Fahrt auf und für uns wichtig sind zwei Herrscher, einmal die Welfenherzöge, insbesondere Heinrich der Löwe, der Herzog der Sachsen und Adolf II., Graf von Schaumburg, der dieses Gebiet dort zum Lehen erhalten hat von den Sachsenherzögen und der sich nun daran machte, ja, dort das zu zivilisieren, dort Siedler hinzulocken und vor allem, er war ein scheinbar sehr weitsichtiger Mann, wollte er eine Stadt gründen, eine Stadt als Handelsposten, als Handelsstadt, die den deutschen Kaufleuten den Handel in der Ostsee mit den Ostseeanrainern ermöglichte. Das war nicht aus der Luft gegriffen, denn dieses ganze Gebiet dort war schon immer ein wichtiger Handelsumschlagplatz, euch ist sicher der Handelsplatz Heiterbu, der Wikinger bekannt, der Jahrhunderte vorher schon im Prinzip die Rolle übernommen hatte, die Lübeck später hat als Punkt zwischen Ost und West und Nord und Süd. Heiterbu wurde zerstört. Es gab dann noch ein paar Alternativen. Boldewig war wichtig. Das war eine Handelsstadt an der Elbe, die Heinrich dem Löwen, also dem Sachsenherzog, gehörte. Das sollte noch von Bedeutung sein. Adolf II. Wollte also nun von diesem Handel profitieren, indem er eine Stadt gründete, die
also mit der Ostsee in Verbindung stand. Er musste also irgendwie an die Küste oder in die Nähe der Küste und da suchte er sich sehr bewusst eben diesen von mir schon skizzierten Siedlungsplatz aus zwischen Trave und Wakenitz an einer wunderbaren Stelle, die eigentlich von beiden Flüssen fast umschlossen ist, nur eine Öffnung hatte, die man mit einer Burg sehr gut verteidigen konnte. In der Nähe einer altslawischen Siedlung, die allerdings zerstört wurde aufgrund dieser Auseinandersetzung der Slawen. Dort wurde also die Stadt gegründet von Adolf dem Zweiten. Aber wie kann man sich das eigentlich vorstellen heute? Ist schwer vorstellbar. So ganz genau weiß man es auch nicht. Man vermutet, dass einfach bestimmte der Standort erstmal definiert wurde, auch der Umkreis, wo irgendwie was gebaut werden sollte und dann bestimmte Streifen oder Grundstücke, ja, ich glaube nicht verpachtet, sondern per Zins, also per jährliche Zahlung verkauft wurde, vermutlich zu sehr günstigen Preisen, vielleicht auch teilweise verschenkt. Man musste einfach nur willige Siedler haben, die dorthin kamen. Und dazu gibt es eine ganz interessante Quelle, eine zeitgenössische Quelle, will ich euch mal daraus vorlesen, aus dem Bericht des Helmholtz-Pfarrers zu Bosau in Holstein. Da das Land verlassen war, schickte er Boten in alle Lande, nämlich nach Flandern und Holland, Utrecht, Westfalen und Friesland, dass jeder, der zu wenig Land hätte, mit seiner Familie kommen sollte, um den schönsten, geräumigsten, fruchtbarsten, an Fisch und Fleisch überreichen Acker nebst günstigen Weidegründen zu erhalten. Daraufhin brach eine zahllose Menge aus verschiedenen Stämmen auf, nahm Familien und Habe mit und kam zu Graf Adolf nach Wagrien, um das versprochene Land in Besitz zu nehmen. Also, das ist etwas, was heute uns so fern liegt und was man sich kaum vorstellen kann, dass man einfach Sack und Pack zusammennimmt, in eine völlig unbekannte Gegend zieht, wo nichts ist, wo man alles von neu aufbauen muss, innerhalb von kürzester Zeit eine Siedlung gründen, eine Stadt gründen. Und das war ja erst der Anfang. Später ging es ja immer weiter mit der deutschen Ostsiedlung des Ostseeraums. Und eigentlich kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit diesem Go-West-Spirit im 18., 19. Jahrhundert, die Besiedlung Nordamerikas durch die Siedler dort. Unsere Indianer waren gewissermaßen die Slawen und die Prutzen und die baltischen Stämme. Vielleicht ist der Vergleich erlaubt. Aber diese Dynamik muss man sich vorstellen und etwas, was man eigentlich mit dem Mittelalter kaum verbindet. Aber sie war da. Die Leute waren nicht einfach nur, die saßen nicht nur in ihrem kleinen winzigen Umkreis, sondern offenbar gab es eine viel, viel größere Bereitschaft, auch hinauszuziehen, in die Welt sein Glück zu suchen und irgendwo ganz neu anzufangen. Das mit dem Neuanfang, das hat offenbar gut geklappt, denn die Stadt prosperierte. Aber da begann nämlich das Problem, denn die schon erwähnte Handelsstadt von Heinrich dem Löwen, die spürte das auch, denn ihr Handel ging zurück. Vor allem war es in der Zeit Salzhandel. Salz, das dringend benötigt war zum Einlegen von Fischen. Die Fische waren vor allem in der Ostsee bedeutsam und dort brauchte man das Salz, das musste also dorthin gebracht werden und da entwickelte sich eben diese neue Stadt als geeigneter Umschlagplatz und damit war wiederum Heinrich nicht sehr zufrieden, dass hier ein kleiner Graf, ein Vasall gewissermaßen, dort hohe Einnahmen erzielte, die auch er hätte erzielen können und sie kamen in einen Disput über diese Frage. Heinrich verlangte, dass entweder ihm die Stadt übertragen wird oder zumindest, dass er die Hälfte der Einnahmen bekommen würde, aber Adolf II. War offenbar ein sturer Kopf, der lehnte das ab, woraufhin dann Heinrich wiederum der Stadt bestimmte Rechte absprach, Marktrechte und so weiter, was natürlich ein Riesenproblem für die Kaufleute war und er gründete als Konkurrenzprojekt ganz in der Nähe eine zweite Stadt. Man weiß, Löwenstadt nannte er die, man weiß heute nicht so genau, wo die lag, daran merkt man schon, das war eigentlich ein ziemlicher Flop, aber dennoch schwelte dieser Konflikt über einige Jahre weiter. Dann kam ein großes Unglück über diese Stadt Lübeck, denn sie brannte fast vollständig ab. Das passierte früher häufiger, vor allem, es wurde ja fast nur mit Holz gebaut und so passierte es auch dort und ja, nun hatten die Kaufleute, die dort geblieben waren, ein Problem oder überhaupt die Händler, Handwerker, denn durch die fehlenden Rechte lohnt es sich eigentlich kaum, diese Stadt wieder aufzubauen. Auch Adolf hatte nicht die Mittel und nun marschierten also diese Kaufleute zu Heinrich dem Löwen und baten, dass der helfen sollte und die kamen dann nochmal ins Gespräch, Heinrich und Adolf, und einigten sich schließlich. Adolf
trat Heinrich dem Löwen die Stadt ab. Der wiederum schloss sofort seine Konkurrenzstadt, sagte alle, die dort gewohnt hatten, zieht bitte da wieder um, gab der Stadt ihre Rechte zurück und ja, vergrößerte die Rechte auch noch, erlaubte den Bürgern einen eigenen Rat zu bilden, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, damit eigenes Recht zu schaffen, das später noch im ganzen Ostseeraum von Bedeutung sein sollte. Sie bekamen Münzrecht, sie bekamen das Zollrecht und Heinrich sicherte den Händlern gewissermaßen freies Geleit durch das Gebiet. Auch die Seefahrt wollte er beschützen und er erlaubte es auch fremdländischen Händlern auf seinem Gebiet frei zu handeln. Das war von großer Bedeutung, weil so ein Handelsplatz lebt ja nicht nur davon, dass dort die eigenen Händler sind, sondern da muss gewissermaßen die Welt hinkommen, damit es ein Umschlagplatz wird, damit es ein attraktiver Handelsplatz wird. Und damals, der Ostseehandel war damals durch die Gotländer dominiert und gerade mit denen begann er Kooperation oder erlaubte den Gotländern eben in Lübeck und der Umgebung zu handeln. Und die Stadt blühte auf und dann kam aber ein Moment, der sehr kritisch hätte werden können. Für Lübeck gab es später in der Geschichte auch noch, aber der ist vielleicht, weil er so am Beginn stand, von größter Bedeutung. Denn Heinrich der Löwe geriet in den Konflikt mit seinem Kaiser, mit Friedrich Barbarossa. Das ist eine längere Geschichte. Es ging um Unterstützung eines Italienfeldzuges und so weiter. Heinrich wollte nicht. Daraufhin kam er in Reichsacht und Friedrich zog in den Norden mit seinem Heer und belagerte dann sogar die Stadt Lübeck. Bedeutsamkeit muss also schon zu dem Zeitpunkt da gewesen sein. Wir befinden uns jetzt also im Jahr 1181. Also die Gründung, vielleicht sollte ich die Zahlen noch erwähnen, war 1147, wenn ich mich recht entsinne, oder 43, muss ich nochmal nachgucken, blende ich ein. Und es gab dann eben die zweite Gründung nach dem Brand in den 50er Jahren durch Heinrich den Löwen. Jetzt also 1181, der Kaiser vor den Toren der Stadt. Und die Lübecker hatten ein Problem. Sie haben nämlich ihrem Herzog Treue geschworen. Und ein Treueeid war etwas, was man nicht so einfach brechen konnte, ohne absoluten Gesichtsverlust. Ein Konzept, was heute vielleicht auch einem sehr fremd vorkommt, aber in der damaligen Welt von extremer Bedeutung. Ja, was machten sie nun? Der Kaiser vor den Toren, sie entweder den Treueeid brechen oder die Stadt dem Kaiser gewissermaßen zum Fraß vorwerfen, Plünderungen, Zerstörung, Brand, sie konnten alles verlieren. Sie haben den Bischof, der im Übrigen in der Zwischenzeit auch nach Lübeck umgesiedelt war, auch das eine Maßnahme vom Herzog, der dadurch die Stadt noch weiter gestärkt hatte. Sie schickten den Bischof als gewissermaßen Unterhändler zu Heinrich dem Löwen, der sich in irgendeiner Burg in der Nähe verkrochen hatte, und baten ihn offiziell um die Auflösung dieses Treueeides. Und das tat er. Er gewährte ihnen das und so haben sie dann dem Kaiser die Tore geöffnet. Der wurde mit allem Prunk und Pomp empfangen, der marschierte in die Stadt ein und dann waren die Lübecker, glaube ich, sehr, sehr clever. Sie nutzten die Gunst der Stunde vermutlich, bewirteten sie ihn toll, bequatschten ihn und ja, sie bekamen nicht nur alle Rechte, die sie von Heinrich hatten, erneut bestätigt, sondern er erweiterte noch ihre Rechte. Sie bekamen noch neue Gebiete dazu, sie bekamen die Fischereirechte in verschiedenen Gewässern und vor allem wurde ihnen die Unabhängigkeit von Grafen von Holstein bestätigt und das war die Grundlage der späteren Reichsfreiheit. Das wurde dann auch noch schriftlich fixiert in so berühmten Barbarossa-Dokument aus dem Jahre 1188 und damit hatte Lübeck Rechte, die eigentlich keine deutsche Stadt zumindest im Norden so hatte und damit war eigentlich Grundlage gelegt für das, was darauf folgen sollte. Die Zukunft Lübecks lag im Handel, im Fernhandel vor allem. Und der wiederum ist untrennbar mit der Geschichte der Hanse verbunden. Lübeck überhaupt ist untrennbar damit verbunden. Insofern müssen wir an dieser Stelle über die Hanse reden. Was war die Hanse eigentlich? Die Hanse war natürlich ein Bund von Kaufleuten, von deutschen Kaufleuten. Das war wichtig. Aber es war auch ein Bund von Städten, in denen die Kaufleute lebten. Es war kein reiner Städtebund, weil, keine Ahnung, die Handwerker in diesen Städten waren nicht Mitglied der Hanse. Es war so ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert mit heutigen Rechtsbegriffen zu beschreiben. Es ist eine Art Zwitter zwischen einem Kaufmannsbund und einem Städtebund und das zeigt eigentlich auch schon
ja, die Zwitterhaftigkeit der Funktion des Ganzen. Einerseits ging es natürlich darum, Handel zu betreiben, Handel zu befördern, von Handel zu profitieren, aber andererseits ging es auch um politische Ziele, eben diesen Handel möglich zu machen oder vor allem besonders profitabel zu machen. Eigentlich ist es ja ein bisschen widersprüchlich, man konkurriert ja miteinander als Kaufmann mit anderen, die gleiche Routen fahren, gleiche Waren kaufen und verkaufen, aber es hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit offenbar sehr viel profitabler war. Warum ist das so? Weil zumindest in dieser Zeit, wo es keinen irgendwie übergeordneten staatlichen Rahmen gab, war das Problem vor allem Rechtssicherheit oder Rechtsunsicherheit. Das war das Problem. Und man war also als einzelner Kaufmann ziemlich hilflos und schwach, wenn man jetzt einem Adligen, einem Landbesitzer oder einer anderen Stadt gegenübertrat, einen anderen Bürgermeister, einem König womöglich, da konnte man natürlich nicht viel erreichen. Wenn man sich aber zusammentat, eine Interessensgemeinschaft bildete und durchaus damit Macht hatte, weil da stand viel Geld, viel Einnahmen, viel Zoll, viel Steuereinnahmen gewissermaßen dahinter, dann konnte man durchaus was erreichen. Also der Erfolg der Hanse war eigentlich ihre Lobbyarbeit. Das war eine Lobbygemeinschaft, die gemeinsam ihre Interessen vertreten haben, um Privilegien zu bekommen. Der Erfolg der Hanse beruhte darauf, dass sie größere Rechte und Privilegien hatten als andere Händler aus anderen Nationen, Städten und so weiter. Das muss man sich vor Augen führen. Das war der Sinn eigentlich dieser Gemeinschaft. Und diese Privilegien und diese Rechte wurden natürlich ständig angegriffen, in Frage gestellt, wieder aufgehoben, verändert, sodass es ständig einen politischen Bedarf gab, sich zu verabreden, zu treffen, zu Hansetagen und Maßnahmen zu ergreifen, manchmal sogar Kriege zu führen, um die eigenen Rechte zu verteidigen. Wir reden also hier über einen Bereich, der sich im Westen von, ja, teilweise bis holländische Städte, bis im Osten, bis zu den baltischen Städten hinzieht vom Norden, ein Handel Stockholm, Bergen, bis in den Süden, Köln, Krakau, Erfurt, so diese Linie. Also in dem Bereich war die Hanse aktiv, in dem Bereich gab es Hansestädte, nicht jede Stadt war Hansestadt, sehr viele waren es, über 100 in der Blütezeit. Es gab große Handelsposten, Handelskontore in Novgorod, in Brügge, in Bergen und in London, das waren die vier ganz großen. Diese vier Städte waren keine Hansestädte, aber dort hatte eben die Hanse Grund und Boden, dort hatten sie Häuser, dort konnten sich die Kaufleute treffen, übernachten und dort hatten sie vor allem bestimmte Handelsrechte. Das war der große Vorteil. Also das ist so ein bisschen zur Dimension des Ganzen. Was war das Prinzip des Handels? Das Prinzip war eigentlich, Rohstoffe oder halbfertige Waren so aus dem Norden und Osten in den Westen und Süden zu handeln, wo man dann Fertigprodukte bekam. Das waren dort vor allem Tuche und Wein, aber auch orientalische Waren, die von den italienischen Fernkaufleuten dort wiederum hin transportiert wurden. Und diese Rohstoffe, das waren im Gegensatz also Holz, Getreide, Pottasche, Honig, Wachs, all solche Sachen, Pelze vor allem, die Ostseestädte, die sogenannten wendischen Städte, Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald, Stettin und so weiter. Die trugen natürlich auch eigenes bei, auch Hamburg und Bremen und so weiter. In Lübecks Falle vor allem Salz aus dem Hinterland, das hatten wir schon mal, aber auch Bier. Also es gab über 100 Brauereien zu Hochzeiten in der Stadt. Das war ein sehr beliebtes Exportgut. Lass mich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs mal einflechten, nämlich zu der Frage, welche Sprache wurde eigentlich gesprochen? Es war das Niederdeutsche, auch bekannt als das Plattdeutsche. Und ja, das ist eine eigene Sprache. Es ist kein Dialekt, keine Mundart, eine eigene Sprache. Das lässt sich linguistisch begründen, weil es eine Lautverschiebung nicht mitgemacht hat. Und diese Sprache war die Sprache der Hanse, war die Sprache des Ostseeraums, war gewissermaßen die Lingua Franca des Ostseeraums. Sie wurde überall, natürlich in den deutschen Städten gesprochen, aber auch in den schwedischen, in den russischen Städten, dort, wo deutsche Kaufleute unterwegs waren. Es war einfach die Geschäftssprache. Wer irgendwie an diesem Handel partizipieren wollte, der musste Niederdeutsch sprechen. Und die Hanse-Kaufleute, die haben auch ihre Protokolle, ihre Hanse-Tage protokolliert in Niederdeutsch. Am Anfang noch in Latein, aber das ging dann ins Niederdeutsche über.
Also unglaublich dominant im Sprachraum, hat auch diverse Nationalsprachen beeinflusst, vor allem die skandinavischen Sprachen. Ganz viele Wörter sind Lehnwörter aus dem Niederdeutschen. Und wäre die Hanse nicht so bedeutungslos geworden am Ende des Mittelalters, in der frühen Neuzeit, dann wäre, glaube ich, auch die deutsche Sprachgeschichte anders gelaufen, vielleicht damit auch die deutsche Nationalgeschichte. Ich glaube, das Niederdeutsche hätte wahrscheinlich an Bedeutung behalten und wir hätten zwei deutsche Sprachen gehabt, einen niederdeutschen Sprachraum, einen oberdeutschen oder hochdeutschen Sprachraum und möglicherweise auch eine andere Nationalstaatsbildung. Vielleicht hätten wir zwei deutsche Staaten, ist vielleicht nicht so abwegig, weil gerade die Nationalstaatsbildung war doch sehr stark von den Sprachengrenzen bestimmt. Und dann gäbe es eben ein Niederdeutschland und ein Oberdeutschland in dieser Welt. Die Grenze wäre dieser Weißwurst-Äquator. Vielleicht das Rheinland zumindest wäre Teil von Niederdeutschland, denn zum Beispiel, was so als dieses Kölner Platt oder so bekannt ist, das ist alles im Prinzip eine Art des Niederdeutschen. Kommen wir zurück zu Lübeck und der Hanse. Und Lübeck ist natürlich als die Königin, das Haupt der Hanse, bekannt als die dominierende Stadt im Gebiet der Hanse. Und nun stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so gekommen? Da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe, die man anführen kann. Als erstes, ich hatte es schon genannt, die perfekte Lage eigentlich für diesen Handel, diesen Ost-West-Handel, aber auch den Nord-Süd-Handel. Da endete unter anderem auch diese Straßen, die Handelswege aus Italien über die Alpen durch Deutschland hindurch, die endeten dort. Allerdings muss man natürlich sagen, dass das auch für andere Siedlungsorte gesprochen hätte. Wir hatten ja schon geredet über ein paar andere Städte. Der große Vorteil von Lübeck war im Gegensatz zum Beispiel zu den slawischen Orten, dass es dort eben eine Rechtssetzung gab. Und das war für den Handel von enormer Bedeutung für die Kaufleute, dass sie wussten, es gab Regeln, auf die man sich verlassen konnte. Und das war eben die Grundlage des Handels. Übrigens etwas, was bis heute eigentlich relevant ist. Die ganze TTIP-Diskussion, darum geht es am Ende auch, um gemeinsame Regeln, um einen großen Handelsraum zu definieren. Es ist immer nur die Frage, wer profitiert davon, wer nicht und wie ist die Gemeinschaft daran beteiligt, auch an den Profiten. Aber das ist ein anderer Punkt. Es war die erste deutsche Stadt an der Ostsee und hatte damit ja die Funktion, ein Tor oder eine Tür zur Ostsee zu sein. Von dort aus wurden im Prinzip alle anderen deutschen Städte an der Ostsee gegründet. Von dort kamen die Siedler oder über Lübeck zumindest zogen sie, aber viele kamen dann auch aus Lübeck. Und dementsprechend gab es dann auch ganz konkrete personelle Verbindungen zu Lübeck, häufig in anderen Städten dort im Ostseeraum. Und nicht nur die Personen kamen daher, die Siedler, sondern auch das Recht, das lübische Recht, wir hatten schon darüber gesprochen, das wurde auch mitgenommen. Fast alle oder eigentlich alle neuen Stadtgründungen im Ostseeraum an der Küste übernahmen dieses lübische Recht. Es hat immer auch was mit Macht zu tun. Man muss sich das vorstellen, es gab ja nicht so etwas wie eine übergeordnete Instanz, die festgelegt hat, was das Recht ist, sondern die Städte gaben sich ihr eigenes Recht. Und wenn die Städte zum Beispiel Zweifel hatten an der Auslegung eben dieses lübischen Rechtes, sagen wir Rostock oder Stettin oder so, dann schrieben sie eben an den Lübecker Rat, weil dort kam das Recht ja her und man dachte, die würden sich am besten mit ihrem Recht auskennen. Und so war im Prinzip der Lübecker Rat gleichzeitig auch sowas wie ein Bundesverfassungsgericht, das dann über Rechtsfragen in anderen Städten durchaus auch entschieden hatte bei Unklarheiten. Und da es noch keine Gewaltentrennung gab, da also das politische Gremium des Rates damit gleichzeitig ein juristisches Gremium war oder ein rechtsentscheidendes Rechtsgremium war, wurden natürlich politische Fragen und Rechtsfragen, kann ich mir zumindest gut vorstellen, auch immer miteinander verquickt und das war sicher ein Teil für die Macht und die Bedeutung Lübecks. Nochmal zurück zum Thema Handel und Lage. Man muss sich das auch ganz konkret vorstellen. Es liegt nicht nur in der Mitte der Handelswege, sondern konkret war es auch so, dass diese Waren, die aus dem Ostseeraum kamen, man wollte diese schwierige Umfahrung von Dänemark eigentlich vermeiden und dementsprechend lud man die dort aus und transportierte über Land, zum Beispiel nach Hamburg und von dort weiter
an der Nordseeküste entlang oder nach England. Und das, allein diese Tatsache, dass Waren irgendwo ausgeladen werden mussten, da gab es damals Stapelpflicht oder die Stapelrechte der Städte. Das heißt, die Händler mussten ihre Waren dort, wo sie ankamen und das Stapelrecht existierte, mussten sie zum Verkauf anbieten. Das war natürlich ein unglaublicher Fund für so eine Stadt und ja, ein perfekter Ort eben, um Handel zu treiben. Zum Schluss, man darf nicht die Rolle des Salzes unterschätzen. Das Salz ist verbunden eben mit diesem Fischfang. Und wie kann man sich das konkret vorstellen? Also die Fische mussten haltbar gemacht werden und die Fische gab es in der Ostsee und vor allem, das waren so bestimmte saisonale Ereignisse, es gab ja riesige Heringsschwärme und die wurden vor allem vor Schonen, konnten die sehr gut gefangen werden. Das heißt, es gab eine bestimmte Monate im Jahr, wo man also wahnsinnig viel Fisch auf einmal fangen konnte, und zwar eben in Südschweden, in Schonen. Und das musste haltbar gemacht werden, logisch. Und dafür brauchte man, in der Zeit gab es nur eine Möglichkeit, da braucht man Salz für. Salz gab es nun in reichem Maße in der Nähe von Lübeck, in Lüneburg, auch in Oldesloe. Warum war wiederum Fisch, gesalzener Fisch, so wichtig? Weil die Fastenzeit doch relativ lang ging und sehr ernst genommen wurde. Und in der Fastenzeit durfte man kein Fleisch essen, wollte aber sowas Ähnliches haben. Und deshalb war Fisch von größter Bedeutung und ein riesen, riesen Handelsfaktor, der Lübeck auch reich gemacht hat. Es gibt noch so viel zu sagen zur Geschichte Lübeck, zur Geschichte der Hanse, aber ich will dieses Video nicht überlang machen, deswegen beschränke ich mich hier am Schluss nochmal auf zwei kleine Punkte oder zwei Punkte, die ich mal kurz anreiße, nur erwähne. Einmal der immer wieder aufflammende Machtkampf mit Dänemark, sowas wie ein Erzfeind Lübecks, der Hanse. Da geht es konkret um den Sund und die Durchfahrt durch den Sund, um Zölle, die Dänemark gerne nehmen will, was natürlich gar nicht im Interesse der Kaufleute ist. Aber natürlich geht es am Ende um die Machtfrage im Nordostseeraum, im Norden überhaupt. Das führte dann bis hin zu Kriegen, die am Ende auch Lübeck recht erfolgreich bestritten hat und gewonnen hat und davon ja durchaus auch profitieren konnte. Der zweite Punkt sind die zunehmenden aufkeimenden, aufflammenden inneren Konflikte in den Hansestädten, vor allem auch in Lübeck. Dazu muss man wissen, dass der Rat, also die Selbstverwaltung gewissermaßen dieser Städte, der war in Lübeck ausschließlich durch Fernkaufleute besetzt. Das heißt also, es war keine Demokratie, das war eine Oligarchie, ein Patriziat, die da alles bestimmte. Und je größer und bedeutsamer die Stadt wurde, umso mehr Einwohner hatte sie natürlich auch, umso mehr Bürger gab es, die keine Fernkaufleute waren, Handwerker, kleine Kaufleute und so weiter. Sie wollten gerne natürlich mitbestimmen über das Schicksal ihrer Stadt. Und da gab es Riesenkonflikte, richtig Revolten, Revolutionen, jahrelange Unklarheit, Machtübernahme gegenseitig, Todesurteile, also ein hartes Vorgehen. All das ist sehr interessant, ganz berühmt geworden, der Knochenhaueraufstand in Lübeck. Aber es gab auch andere. Das ist sicher sehr, sehr prägend für die Geschichte der Hanse auch und muss man auch immer im Hinterkopf haben. Ja, kehren wir zurück ins Jahr 1444 oder wir sind angekommen da im 15. Jahrhundert, in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Lübeck befindet sich eigentlich auf dem Höhepunkt der Macht. Und wenn ich sage Höhepunkt, dann impliziert das ja schon irgendwie, dass es danach abwärts geht. Und so könnte man das durchaus sehen, denn die Hanse verlor wirklich mit den Jahren, den Jahrzehnten danach an Bedeutung und damit auch Lübeck. Ich möchte nicht sagen, dass die Stadt dann irgendwie in Armut versank, aber vielleicht kann man von Stagnation sprechen ab einem bestimmten Punkt. Sicher nahm der Handel auch ab, aber die Stadt wurde, wie gesagt, nicht arm. Das sieht man ja bis heute noch. Oder wir kennen das aus Buddenbrooks. Es gab nach wie vor Fernkaufleute, die ihre guten Geschäfte gemacht haben, aber dennoch andere Städte überflügelten dann Lübeck bei weitem von der Einwohnerzahl, aber auch von der Bedeutung des Handels. Und das wird wahrscheinlich kein Zeitgenosse im 15. Jahrhundert geahnt haben, dass es irgendwie langsam abwärts geht. Aber es sind, glaube ich, zwei Dinge da entscheidend, zwei Aspekte. Erstens die Stärkung oder das Erstarken der Nationalstaaten. Also wir haben ja gelernt, dass die große Macht der Hanse lag darin, Rechte und Privilegien für die eigene Gruppe
von Kaufleuten zu erringen. Und je stärker die Nationalstaaten oder die Staaten wurden, also England, Holland vor allem zu erwähnen, aber auch Russland, ja, umso weniger hatten die natürlich ein Interesse, irgendwelche deutschen Kaufleute spezielle Rechte einzuräumen. Die wollten, dass ihre eigenen Händler auch guten Handel treiben konnten, profitablen Handel treiben konnten. Das heißt, die Konflikte im 15. Jahrhundert nahmen immer mehr zu, was eben diese Rechtsfragen betrifft. Und ja, da deutete sich dann im Prinzip dieser Wandel an und die Hanse und die deutschen Kaufleute waren dann eben nicht mehr in der Lage, ihre Position, ihre Interessen durchzusetzen auf gewohnte Art und Weise. Und das Zweite ist etwas, was man mit Sicherheit noch nicht geahnt hat, denn ein paar Jahrzehnte später wurde ein neuer Kontinent entdeckt. Ein neuer Kontinent, der relativ schnell alle gewohnten Handelsströme, Warenströme, Handelswege durcheinander brachte. Der Ostseeraum, der vorher so bedeutsam war, der wurde ein Provinzhandelsraum. Die Musik spielte zukünftig auf dem Atlantik. Zwischen Europa, Afrika und Amerika, da wurde das große, große Geschäft gemacht und dementsprechend wurden auch die Nordseestädte, die Nordseehäfen immer bedeutsamer. Da begann dann auch der Aufstieg von Hamburg und von Städten so oder von Häfen wie Rotterdam. Das ist sicher ein ganz entscheidender Aspekt. Liebe Leute, das war's mit meinem kleinen Einblick in die Geschichte Lübecks, Lübeck 1444. Ich habe in der Videobeschreibung noch ein paar Lesetipps für euch, wo ich euch noch ein bisschen weiter intensiver informieren könnt, auch ein paar Hinweise, wie ihr mich unterstützen könnt. Ich freue mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinball.